Hi Leute und willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir haben im letzten Part ja, diesen Typen hier getroffen und haben gemerkt, ja, dass die Katze ein bisschen verbuggt ist. Wir wollen es einfach nochmal ausprobieren. Ich denke nämlich, dass die Türen ihn blockieren oder so, dass er dann nicht aus der Tür rausläuft. Und ja, ich habe auch im Internet gelesen, wir können einfach verprügeln. So, das haben wir dann natürlich auch gemacht. Der Auftrag aktualisiert sich auch. Normalerweise hätte sie ihn ja begleitet. Also wir hätten ihn runtergeschickt und sie hat ihn getötet. Und ja, dass es hier verpackt ist, können wir ihn auch töten. Macht keinen Unterschied. Ja, dann gucken wir hier nochmal kurz die Shows an. Damit wir den ganzen Kram erstmal weg haben. So, damit der Charakter es zur Not auch weiß. Keine Ahnung. So, und dann wollen wir doch mal am besten zu Pischer, oder? Was vergessen? Nö. Ja, das ist leider jetzt nachträglich aufgenommen. Ich habe es schon im letzten Part kurz erwähnt. Das sind ein paar mehr Parts, die ich aufgenommen hatte. Und habe leider nicht gemerkt, dass der Mikrofon-Sound nicht aufgenommen wurde. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Naja, gut. Dann müssen wir damit leider leben. So, zum Lodgers Theater. Da waren wir, glaube ich, auch schon. So, Pischer. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass wir das weitermachen können. Die ganze Quest. Weil bisher sieht es ja gut aus. Wir haben den Typen gefunden. Und ja, ich habe immer gedacht, der wäre da vorne direkt oder oben. Aber wir haben ihn irgendwie verscheucht. Weil wir ja außer den F gedrückt hatten. Und er panisch geworden ist und irgendwie abgehauen ist. Keine Ahnung. Gucken wir mal nach, ob das funktioniert hat soweit. Noch ein Messer, wie immer. Ja, scheint auch ein Bug zu sein, dass die sich wohl nicht auflösen. Glaube ich zumindest. Gut, ist halt so. So, wir haben unsere kleine Abkürzung. Na, runter, danke. So, hi Pischer. Wie geht's? Der Typ, den ich oben getroffen habe, und den habe ich mich selbst gekümmert. Jetzt hier los und komme mich darum. Nee, wir nehmen eins. Ja, ich verstehe. Das war der Fakt. Museum of Natural History housed one. Of that I'm certain. I did investigate the grounds, but I have concluded it was stolen along with that sarcophagus. Erzähl mir von einem anderen Gegenstand. Vergiss das, ich muss gehen. Okay. Ich denke mal, wir nehmen eins. It is a tome called the Voce del Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, for they will make sure you never have another. Das ist der Giovanni, okay. Ich habe noch eine weitere Frage. Ich werde es finden und dir bringen. Erzähl mir von dem Gegenstand, von dem du glaubst, es sei im Museum. In Ordnung, ich überlasse dich jetzt wieder deinen Hautknabbereien. Hautknabbereien, super. Also ich frisst ja ein bisschen mehr Fleisch. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. Was für ein Museum hat denn sowas? Und das andere? Ich habe noch eine Frage. Wenn ich es finde, bringe ich es vorbei. I did investigate the grounds, but I have concluded it was stolen along with that sarcophagus. Ah, das hatten wir schon. It is used to wiederholt. Anderer Gegenstand. Ja, und jetzt. Okay, ich denke mal, wir bringen das einfach. Ich werde es finden und dir bringen. Oder? Was habe ich ausgewählt? Ich glaube. Ja, genau. Habe ich ausgewählt. So, das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt zum Museum kommen. Das ist nämlich mein Hauptproblem. Ich glaube nämlich nicht. Prinz für den Sarkophag. Fischer will, dass sie zwei okkulte Gegenstände finden und ihr bringen. Einer ist ein Götze aus dem Museum, der andere ist ein Buch im Anwesen der Giovanni. Das Problem ist,
In dem Museum waren wir schon. Und das, ja, wird halt nicht mehr aufgelistet. Kann man eigentlich hier noch? Nö. Ja, es wird halt... Ich weiß nicht, warum ich da lang gehe, aber... Ist mir gleich aufgefallen. Genau. Ich habe ja die Abkürzung. So, ja, im Museum kommen wir nämlich nicht mehr rein. Wir können diese Quest eigentlich gar nicht mehr ausführen. Oder beenden. Das ist ein bisschen doofes Game Design, sag ich mal. Ups. Ja, ziemlich doofes Game Design. Dass man da jetzt, dass man das nicht nochmal freischaltet jetzt quasi. Dass man da jetzt nochmal hin könnte, weil man eine Quest dafür hat. Oder generell offen lassen, dass man da immer rein kann, wenn man möchte. Das wäre natürlich so das Beste. Naja, gut. Gucken wir mal, was wir sonst machen. Need a ride. So, Taxi. Das ist eigentlich egal, was man drückt. Genau. Und hier sieht man, wir haben nur die drei. Oder eher vier, in Downtown sind wir ja gerade. Ja, nach Chinatown gehen wir später. Das Museum ist leider nicht erreichbar. Das habe ich da nämlich jetzt geguckt und... ich verstehe diesen Sound nicht. Dieses... Das ist so ein dämlicher Sound. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, da kommen wir auch nicht rein. Oder ob das so soll, aber irgendwie klingt das dumm. So, wie heißt das eigentlich? Ist das das Anwesen von den... Namen schon wieder vergessen. ich glaube nicht. Von Giovanni, genau, so hieß die. War aber wohl falsch. Gut, ja, das war's nicht. Dann. Was haben wir hier? Das Klemmbrett, Drehbuch. Da können wir nichts machen. Ich finde ja gut an der Welt, dass wir relativ viele Gebäude betreten können. So ziemlich alle. Es sind nicht so viele, die einfach nur Filler-Gebäude sind, sag ich mal. Schon eigentlich ganz cool gemacht. Was haben wir hier? Pischer will, dass sie genau zwei lokale Gegenstände bringen. Die Götze aus dem Museum? Die Götze. Ja, den haben wir leider nie gefunden. Das ist das Problem. Hätten wir das gefunden irgendwie beim ersten Durchgang, dann wäre das natürlich super gewesen. Aber ja, da wussten wir es halt noch nicht, dass wir sowas brauchen. Julius getötet, David hat das Co-Autor. Ah, genau, wir müssen zu Vivi. Als unser Velvet. Und, ja. Hab ihn. Da könnten wir eigentlich mal hingehen und das abgeben. Ja, irgendwohin. Hollywood müsste das gewesen sein. Ne, da sind wir gerade. Genau, Hollywood. Da lang. Nee, da, genau. Puh. So, gut. Gehen wir zu Velvet. Gehen wir die Nebenquests erstmal noch ein bisschen ab. Mal gucken, was sie uns sozusagen hat. Wir haben ja dann eigentlich alles bei ihr fertig. Erstmal. Ich weiß nicht, ob die nochmal was von uns will, aber naja, erstmal ist okay. VIP Room. Ja, yeah, nur für uns. Und Verarschungstreppen. My friends call me Vivi. Vivi, Velvet. Vivi. Oh, die ist echt gemein sonst. Zu Hatta. Hier ist Hattas Drehbuch. I can't rip up the product of that man's soul. Here. Would you tear it up for me? Thanks. Oh, alles klar. Ich habe den Namen seiner Quelle in Erfahrung gebracht. Look who's back. Oh, da habe ich mich verklickt. Couldn't stay away, could yep. You? Nochmal. Zu Hatta müsste ich jetzt nochmal gedrückt haben. Are they? Genau. I mean, und jetzt. Ich habe mich drum gekümmert. Nein, noch nicht. Ja, genau. Take some comfort in knowing if you hadn't, someone else would have had to. I do appreciate your help. A lot. Yeah, Mascara-Bonus. Und wie sehr schätzt du sie? It should be enough to buy something a bit more appropriate for a personal acquaintance of Velvet Velour. Kriegen wir jetzt noch Geld oder nicht? 400. Oh, das ist gut.
$400 kann ich leben. Wie großzügig hätte noch eine andere Frage. Toll, ich schau mal wieder vorbei. Mhm. Was können wir noch machen? Erzähl mir von dir. Okay, das hatten wir schon alles. Na gut, dann schöner Raum, aber wir hauen wieder ab. Ist jetzt scheinbar nichts mehr für uns. Mit dem kann man auch nicht reden. Können wir da durch? Sieht nicht so aus. Schade. Die Tür zu. Die auch. Schade. So, haben wir hier irgendwas noch versteckt? Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Na, komm. Ja. Hier ist einfach gar nichts. Ah, dass immer alles im Weg sein muss. Mann. Wir wollen dann einfach nur raus. Unser Blutvorrat ist nämlich schon voll. Wir brauchen die andere nicht. So, Vesuvius. Vesuvius. Das ist einfach nur ein. Ja, hat man vielleicht erkannt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkannt habt. Aber es ist einfach nur so ein Berg. Deswegen kommt auch der Qualm raus. So, ja, was heißt Berg? Berg ist falsch ausgedrückt, also so ein Vulkan. So. Genau, da. Klemmbrett. Das Item und das da unten links ist auch noch ziemlich gut. Was genau ich da suche, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber. Wir können ja noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Bisschen Munition. Und wir wieder aufgerüstet sind, weil wir. Ich glaube, von der Schrotmunition hatten wir gar nichts mehr. Genau, was Besonderes. Gib mal her. Ein 9mm Patron, Bedrock, Schrot. Schrot können wir gebrauchen. Oh shit, da hab ich mich vertan. Da habe ich mir aus Versehen verkauft, was ich überhaupt nicht wollte. Ich wollte eigentlich Munition dafür kaufen. Touché. Ja, 44er Magnum. Jetzt habe ich es vernünftig. Patron für Braddock? Nee, für den Anaconda. Braddock. 9mm, das passt. Das ist die falsche. 44er Magnum Munition. Genau, und das ist Magnum Munition. Pass. Braddock. Brock. Free Brock, perfekt. Ach, da kaufen wir mal ein paar. Boah, haben wir zugeschlagen. Boah, dieser Radiosender, ne? Der ist echt nervig, dass ich die ganze Zeit quatschen muss. So, dann haben wir das auch schon mal vorbereitet. Was können wir jetzt noch machen? Sie haben einen Downtown Hub. Das Nosferatu-Netzwerk Erfolg aktiviert. Mit Nick E-Mail. Genau, dann können wir nochmal nach Santa Monica gehen. Und weitermachen mit der Quest. Schön die ganzen Zeitquests mitnehmen, damit man ein bisschen mehr Erfahrung kriegt. Das lohnt sich definitiv in dem Spiel. Das Asyl, und dann müssen wir eigentlich irgendwann auch nochmal wieder rein. Ah, naja gut. Erstmal nach Hause und. Oh, diese Treppen sind echt furchtbar. Das ist immer so rumglitscht mit der Kamera. Das ist so. Bei manchen funktioniert es und bei manchen überhaupt nicht. Das ist echt merkwürdig. Naja, gut. Zum Glück sind die Wege relativ kurz, muss ich sagen. So, was haben wir im Briefkasten? Natürlich wieder nichts. So, E-Mails. Dritter Netzwerk-Hub, Info. Hab gerade nicht viel Zeit, muss schnell machen. Metalhead Industries, Hollywood. Lagerhausfirma, Schlüssel ist in deinem Briefkasten. Installier den Hub. Das Terminal ist im Bereich Operations, hinten im Lagerhaus. So eine Treppe rauf, wahrscheinlich elektronisch verriegelt. Musst du knacken. Wahrscheinlich starke Sicherheitsvorkehrung. Aber lass dich nicht erwischen. Niemand darf wissen, dass du dort warst. Das Übliche. Bis später. Okay, mit Nick at Three-Eyed Snake. Dreieugige Schlange? Okay. ja, gut.
Haben wir wieder was. Was? Ah, Master? Das Foto. Da, der Poster. Da wollten wir auch nochmal gucken, ob wir das irgendwie erweitern können, aber wir wissen halt noch nicht wie. Achso, nicht erweitern, also. Es gibt noch ein zweites von Velvet zum Beispiel. So, Metalhead, das schnappen wir uns und dann können wir da mal vorbeigucken. So. So, das Asylum. Irgendwann gehen wir da nochmal wieder rein. Ich weiß, machen wir das sogar jetzt, oder? Ne, ich glaube nicht. Doch, machen wir? Okay, dann gehen wir doch nochmal zu ihr. Ich dachte, das hätte ich nicht gemacht. Okay. Dann, Na, Tür. Danke. Und jetzt können wir. Hier ist der Fahrstuhl auch ziemlich gut, muss ich sagen. Hier glitscht das nicht so ein bisschen wackeln tut die Kamera, aber wirklich minimal, aber bei ja nicht anderen nee, ist ja Horror. A pleasure to see you again. The Camarilla tried to get its hand down my skirt, so I slapped them in the face. Prince. The only title I want is for a cherry red Porsche. I'm sure they're out for blood, but I have a few new sugar daddies, Nines and Isaac. Know them? Nines und Isaac, aha. Also hat sich jetzt mit den Rebellen quasi zusammengetan. Ja, ich tue, freut mich, der Camarilla nicht beigetreten bist. Bis dann. Ich glaube, du machst einen Fehler. Du hättest Prinzen anschließen sollen. Bis dann. Nee. Ich glaube, wir nehmen einfach. Genau. Eins, das passt. Hast du noch was zu sagen? Irgendwas Neues. Schön, dich zu sehen, Janet. Bis dann. Nochmal bis dann. Na toll. Okay, tschüss. Da können wir nicht ran. Hat sie irgendwas Neues in ihrem PC hier? E-Mail. Nö. Okay, dann ciao. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, hierher zu gehen. Oh, man muss immer auf die Türen warten. Das ist ein bisschen nervig. So, dass ich schon drücken kann, dass es dann direkt runter geht. Mal erst warten, bis die Türen zu gehen. Knopf drücken. Und dann fährt er erst los. So ein bisschen, naja. Ist zwar logisch irgendwo, aber es geht auch ohne. Es geht ja auch ohne. So, dann gehen wir mal nach Hollywood. Und installieren mal die dritte Kamera. Metalhead, das war glaube ich hier. Oder? Nee. Genau, da bin ich falsch gegangen und habe gemerkt, oh, das war da gar nicht. Metalhead war irgendwie auf der anderen Seite. Und dann, ja, genau, da sieht man schon. Mit dem Zahnrad da. Das bin ich bewegt und, oh, cool, der Roboter da oben ausbricht sich echt nice aus. Dann können wir wahrscheinlich jetzt hier rein. Genau. So. Wow. Direkt Leute hier rumlaufen. Zum Glück kann man die Kamera so ein bisschen vordrehen. Um im Icon zu gucken. Wow. Das war knapp. Ja. Alter Schwede. Der hat uns jetzt auch erwischen können. Gut, dass sie relativ blind sind, muss man sagen. Er kann sich bitte bewegen. Oder hat er uns jetzt gesehen und wir kommen da nicht mehr dran vorbei. Na gut, wir probieren jetzt auch mal links dran vorbei. Wird aber wahrscheinlich nicht der einzige sein. So, haben wir da noch was? Nee. Ja, man hört es an dem Sound, wo die sich ungefähr aufhalten. So. Einmal hier hoch. Oh, da, das ist zum Beispiel das mit der Kamera. Das ist richtig übel. Moment, der hat uns gesehen. Scheiße. Lass uns. Wir kommen nicht rein. Scheiße. Oh nö, der sieht uns nicht. Keine Chance. Oh, shit. Und der nächste, der uns angreift.
Ja, komm, es kann knicken. Dann müssen wir nochmal neu laden. Das ist dämlich. Ja, neu laden. So. Oh, wir sind wieder hier. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir das beim nächsten Mal weiter. Wir können es einfach mal ausprobieren. Ja, nach Hollywood. Und ja, ich denke mal, das kriegen wir dann auch installiert. Also ich weiß, dass wir es hinkriegen. Und ja, was soll ich sagen? Ja, genau. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.